Mietze, Kratze, Mietze, Katze. Heute zeichnen wir eine große Mietze, Katze und zwar einen Löwen. Er hat ungefähr diese Kopfform und hier unten geht es gleich über in die Backen. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Hier gehe ich gleich hoch und male die dreieckige Nase aus mit einem schönen, mit einer weißen Stelle innen. Mache auch gerne schon mal so Pünktchen für die Schnauzbarthaare. Und hier unten möchte unser Löwe lächeln und dann male ich auch den Mund. Jetzt gehen wir hoch, ganz typisch für den Löwen ist eine längere Nase. Dann mache ich ganz typisch die Augen. Wir fangen hier an und machen solche Bögen, die nach hinten so gehen. Hier ruhig ein bisschen länger schwarz lassen. Dann hier Bögen, die nach hinten so gehen. Und dann beenden wir das Auge. Und malen auch schon die Augen des Löwen. Typisch sind die Augen beim Löwen, die sind nämlich hellbraun. Ich habe jetzt leider hier kein hellbraun. Deswegen mache ich den schwarzen Punkt, die schwarze Pupille innen und lasse einen weißen Punkt und male den Rest hellgrau aus. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Hier ruhig, wie gesagt, nach unten schwarz ziehen. Dann die Augenbrauen und schon kommen auch die runden Ohren. Und dann machen wir auch gleich schon die Mähne mit so einer gezackten Linie. Ruhig großzügig die Mähne machen um den Kopf herum. Schön großzügig gezackte Linien. Dann fange ich hier ungefähr an, unter dem Hals, hier Brust, gehe ich in die Pfoten. Ruhig die Pfoten größer lassen, auch die Beine ein bisschen dicker. Ein Löwe braucht Kraft zum Laufen. Hier ein bisschen ausarbeiten. Dann hier hinten gehe ich weiter in den Rücken und Po. Rund und geschwungen. Hier hinten das Bein, die Biegung. Und dann gehe ich auch schon in die Pfote hinein. Und hier geht es auch wieder ins Bein über. Unser Löwe bekommt einen Bauch. Und hier können wir auch schon die hintere Pfote hinten andeuten. So, ein Löwe hat auch Nägel oder Krallen. Die kann man als solche längliche Punkte zeichnen. Und hinten kommt auch schon wie eine S sein Löwenschwanz. Den beende ich gern hier wie einen Pinsel. Und wünsche euch viel Spaß. Tschüss!